einen schönen guten Morgen aus Minnesota. Rest Area in der Nähe von Monticello, Minnesota. Ich habe hier übernachtet. Ich bin gestern ist übrigens Livestream gewesen. So hätte ich ja mal anfangen können. Also heute ist der Tag nach dem Livestream wieder mal. Und ich habe gestern dann den Truck übernommen aus der Werkstatt. Ich habe bei deinem Livestream gesagt, dass es da so ein paar Schwierigkeiten gab. Bin dann halt relativ spät losgefahren. Und bis Mitternacht bin ich noch durchgefahren. Hab hier auch noch einen Parkplatz bekommen. Hier so im mittleren Westen ist das ja noch nicht so schlimm mit den Parkplätzen, dass man hier irgendwie auch spät in der Nacht immer noch einen Parkplatz bekommt. Ja, und dann bin ich halt, wie gesagt, bis hierher gefahren. Ich wollte eigentlich noch viel weiterfahren, aber ich war dann einfach müde, weil ich ja früh aufgestanden bin gestern, um den Truck zu übernehmen und loszufahren. Und dann hat sich das ja alles so hinausgezögert. Und ich bin nun mal auch keine Maschine. Irgendwann wäre ich halt auch müde. Naja. Jetzt fahre ich erstmal durch Minneapolis durch. Muss immer überlegen, ist das Minnesota oder Minneapolis? Bei diesen zwei Namen werde ich mir wahrscheinlich irgendwie nie einig werden. Minneapolis ist die Stadt in Minnesota, dem Bundesstaat. Weil Minneapolis wie Polis, wie eine Metropolis, das ist eine Stadt, das weiß ich ja. Und trotzdem, immer wenn ich das sagen will, oh, der hat aber ordentlich Schnee auf seinem Trailer. Eieiei, gar nicht gut. Ich fahre jetzt nach Illinois. Das ist direkt hinter der Bundesstaatengrenze zwischen Wisconsin und Illinois, ganz im Norden von Illinois. Da war ich auch schon mal bei dem Kunden, da ging es relativ schnell. Dann habe ich eine Rückladung, habe ich jetzt schon bekommen. Morgen laden in Wisconsin und dann vermutlich wieder nach Hause. Ich weiß noch nicht, ob der Trailer voll wird. Bei dem Kunden da in Wisconsin ist das immer so eine Sache. Ich bin schon mal da gewesen, sollte was abholen und dann stand ein anderer, ich glaube sogar von unserer Firma, ein Kollege stand da. Und der hatte einen Großteil der Ladung bekommen und ich nur den Rest. Und dann hat da erst dann mein Dispatch angefangen, den Trailer aufzufüllen und andere Ladungen zu suchen. Und dann stand ich da ziemlich lange in der Gegend rum. Ein andermal, wo ich da war, hieß es, ich bekomme eine volle... Nee, genau, da war es genau andersrum. Da hieß es, ich soll nur ein paar Sachen abholen. Und als ich da ankam, da hatte ich schon was im Trailer drin. Und dann... guckt der Kunde mich da an und sagt so, wie, dein Trailer ist schon was drin. Wir haben hier einen kompletten Trailer für dich. Ja, habe ich gesagt, dann lad voll, so weit wie du kannst und dann müssen wir halt noch einen zweiten Truck schicken. Ich weiß immer nicht, woran das liegt, wer da nicht mit wem spricht, ist mir aber auch egal. Ich habe genug andere Sachen, um die ich mich kümmern muss, das ist nicht mein Problem. Ja, jetzt wie gesagt, erstmal durch Minneapolis durch, ich muss noch tanken. Ich habe nur noch knapp über ein Achtel. Ja, die Tankanzeige geht schon immer hoch und runter hier. Jetzt zeigt sie wieder Reserve an. Wenn ich dann mal kurz umschalte, ist es wieder weg. Aber es ist nicht mehr viel drin. In 120 Kilometern in Wisconsin werde ich tanken. Und dann mal schauen, was der Tag so bringt. 1,5 Grad plus. Herrlichstes Wetter. In Deutschland ist ja jetzt gerade wieder eiskalt irgendwie mit teilweise minus 15. Ja, die Leute schicken mir alle ihre Temperaturbilder von irgendwelchen Autothermometern, weil sie ganz stolz sind, dass sie auch mal so kalt haben und ich habe hier voll Frühling. Ich finde das schön. Ich fahre lieber bei so einem Wetter, als wenn es zu kalt und glatt ist. At the roundabout take the third exit and then at the roundabout take the third exit. Yeah, roundabout. Round we go and round we go. Wer es nicht weiß, ein Roundabout ist ein Kreisverkehr. Ich bin hier in Wisconsin und Wisconsin hat gerne viele schöne Kreisverkehre. Ich mache hier auch schön brav beide Spuren dicht. G
geht gar nicht anders. Da unten ist meine Tankstelle. First exit. Ja, ja, Edmund. First exit, ja, ja. Täglich grüßt das Rüsseltier. Wofür sind denn die gelben Dinger? Ist wieder einer mit Kupplung für ein Turnpike-Double, kannst du noch einen zweiten Trailer anklemmen. Ich glaube, den hatte ich schon mal. So, hier muss man aufpassen, dass ich nicht zu viel tanke. Bei 85 Gallonen das Schluss. Um das ein bisschen abzukürzen, brauche ich jetzt hier nur den Hebel runterknallen. Und dann hört das auf beiden Seiten automatisch auf. Hoppel die hoppel die hopp. Und weiter geht's. Warum habe ich nur 85 Gallonen getankt? Mal wieder wegen Gewicht. Ist ja nichts Neues. Ist mal wieder schwer die Ladung. Mal wieder so schwer, dass ich nur ungefähr die Hälfte vom Tank voll machen kann, also ungefähr 80, 85 Gallonen. Jetzt geht's weiter. Ich habe noch 5 Stunden bis zum Kunden. Kann noch 6 Stunden 12 fahren, also brauche ich keine Pause mehr machen. Bin dann pünktlich da. Aber wenn mein Navi stimmt, bin ich 1,5 Stunden vor meinem Termin da. Und das, obwohl es gestern so schlecht geklappt hat, ja, muss ich mal dazu sagen. Obwohl ich gestern so viele Probleme hatte, loszukommen, dass der Tag nicht fertig war und so weiter. Ja, habe ich gut durchgezogen heute Nacht. At the roundabout take the second exit in 300 meters. Roundabout. At the roundabout take the second exit. Roundabout, roundabout. At the roundabout take the second exit. Die Seite berührt mit dem Trailer, mit den Rädern ganz leicht hinten links aufgekommen. Aber die sind ja so gebaut, dass man darauf fahren kann. Da ist das nicht so schlimm. Auch ein schöner Truck. Lässt mich noch nicht so richtig vorbeiziehen.
dreht langsam durch. Ich habe gerade meinen Namen über Funk gehört, bin ich mir ganz sicher, aber ich weiß aber nicht, wie das war. Definitiv einmal so ein... Keine Ahnung. Ich habe schon mehrere Leute angefragt, die waren es aber alle nicht. Ich höre Stimmen. Jetzt geht's los. Und ich präsentiere den wahrscheinlich breitesten Standstreifen der Welt. Keine Ahnung, ob das mal die Seite wird, wo die Leute drauf fahren, wo die Autos drauf fahren, oder ob das jetzt für immer ein Standstreifen bleibt. Ich finde es lustig. Vor allem ist die Straße hier richtig schlecht und der Standstreifen so gut. Ich wurde sogar schon mal auf dem Standstreifen überholt. Da ging es mal eben nicht schnell genug, ist einfach rechts vorbeigefahren. Hier kommt wieder ein schöner Truck. Einer etwas kleineren Wohnkabine hinten dran. Lustigerweise, das sind immer Umzugswagen hier. Das sind so Umzugsfirmen, Mayflower und United und sowas. Auch die Trailer sind Spezialtrailer so für Umzugsfirmen. Ja, da drüben fuhr gerade United auf der anderen Seite. Die haben ganz oft so eine Trucks mit so einer riesen Wohnkabine. Und ich habe mal gelesen, dass die teilweise zu 5, zu 6, zu 7 so einen Umzug zu machen, dann da alle mit dem Truck mitfahren. Ich habe es noch nie persönlich gesehen, dass da mal 6, 7 Leute aussteigen, aber ich habe es mal gelesen, dass die wohl halt das, weil es fällt schon auf, dass gerade diese Umzugsfirmen immer sehr, sehr große Wohnbereiche haben. Man kann mir gut vorstellen, wenn da jetzt wirklich 6 Leute drin sitzen, da riecht es bestimmt wie im Boomerkäfig. Ich würde so Truck ja nehmen, aber nur für mich alleine. Jetzt 5:30 hier und jetzt sagen die mir gerade, ich habe um 8 einen Termin. Ich sage, weißt du, das kann überhaupt nicht sein, ich habe um 6 einen Termin. Nee, hier steht um 8. Und zack, da war wieder die Batterie leer. Ich und die leeren Batterien, das sind meine Kugelschreiber, glaube ich. ich bin jetzt doch schon wieder ein bisschen weiter als das letzte Teil von dem Video, was ich gerade aufgenommen habe. Ich habe wirklich 3 Stunden gesessen da, bis sie mich drangenommen haben, weil ich halt zu früh war, oder 2,5 Stunden. Dann ans Dock, genau pünktlich zu der Zeit, zu 8 Uhr, wo ich den Termin hatte. Dann relativ schnell ausgeladen und ich hatte noch knapp 3 Stunden Fahrzeit. Dann bin ich noch komplett nach Norden gefahren bis Oshkosh. Bin jetzt hier in Oshkosh, Wisconsin. Hab hier schön geschlafen, sehr ruhig. Ich habe ja keinen Reefer dran diesmal, deswegen, und leer war er ja auch, also schöne ruhige Nacht gehabt. Riesengroßer Parkplatz, der war relativ voll heute Nacht. Ich habe mich dann nose-in reingestellt, also mit der Nase zuerst, weil ich meine Ruhe haben wollte. Und heute Morgen bin ich wach geworden, da war der Parkplatz komplett leer, da standen vielleicht noch 3, 4 Trucks. Und das sieht dann ziemlich albern aus, wenn da so ein Truck so nach vorne steht. So nach dem Motto, der kann ja nicht parken. So, jetzt habe ich mir einen Kaffee geholt. Der Kaffee 1,71 $. Jetzt habe ich noch eine Stunde bis zum ersten Kunden. Dann habe ich noch eine zweite Ladestelle. Ist aber die gleiche Firma. Und dann geht es wieder nach Hause. So, da drüben ist der Platz, wo ich geschlafen habe. Der Parkplatz zu diesem Truckstop hier. Riesengroß, wie gesagt, und relativ leer. Ich stand ganz weit hinten irgendwo. Kannst du locker Fußball drauf spielen. Wieder Air Museum Whitman Airport, eine F-86 Sabre. Inzwischen weiß ich es. Beim letzten Mal war ich mir nicht sicher, habe aber nachgeguckt. Ja, rechts hier, wie gesagt, der Flugplatz von Oshkosh. Beim letzten Mal, wo ich hier lang gefahren bin, habe ich ja auch schon erzählt, hier gibt es immer dieses jährliche riesengroße Treffen, tausende von Flugzeugen. Sehr spannende Sache.
Wisconsin. Einwohner 1316. Kann also nicht viel mehr sein als diese eine Straße hier. 25 darf man ja nur fahren. Kann ja gleich stehen bleiben. Viel los hier in Black Creek, Wisconsin. Aber eine Ampel haben sie. Ja, toll. Ich habe Final Destination gesehen. Ich muss da immer wieder dran denken, wenn ich hinter so einem Holzlaster lang fahre. Aber die Holzstämme sehen so aus, als ob die sich nicht bewegen. Und das war Black Creek, Wisconsin. Schwer begeistert. So, ich bin bei meiner ersten Ladestelle angekommen. Tor Nummer 1. Die Karre ist ordentlich dreckig, aber solange er fährt, ist mir alles egal. Ja, ich habe gerade auf dem Weg hierher eine Nachricht von meinem Dispatch bekommen, dass die zweite Ladung erst morgen früh fertig ist. Die ist nicht weit entfernt von hier, aber so wie es aussieht, stehe ich dann hier blöd rum den Tag und habe nichts weiter zu tun. Tja, so kann das halt auch manchmal passieren. Ich versuche mal da anzurufen bei der zweiten Ladestelle und ich lasse mir das auf jeden Fall bestätigen, weil man weiß ja nie. Ich traue nur mir selbst. Aber ja, die Zeichen stehen momentan so, dass ich wahrscheinlich hier blöd rumstehe heute. Wetter ist so durchwachsen um die 0 Grad. Gestern hatten wir Höchsttemperatur gestern waren 11 Grad plus. Ich musste die ganze Zeit fahren, beziehungsweise konnte nicht irgendwie mal großartig raus in die Sonne genießen. Heute, wenn ich wahrscheinlich Zeit habe, ist wieder schlechtes Wetter. Naja. Na komm. Ich glaube, ich bin dran. So, das ging richtig schnell. Richtig, richtig schnell. Ich weiß gar nicht, wie viel geladen ist. Das ist mega leicht. Ich habe die Dame gleich gefragt, ob sie mir mal helfen kann mit der zweiten Ladestelle, was da los ist. Jetzt hat sie ein paar Mal angerufen, hat da ein paar Leute aufgescheucht. Ich soll jetzt jemanden noch anrufen und vielleicht klappt es ja doch, dass ich heute noch meine Ladung kriege. Wäre ja mal echt ein Ding. Dann machen wir mal noch zu die Hütte und dann sehen wir mal, dass wir hier wegkommen. Ach, hey. Ist ja nicht viel. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Übrigens fängt es gerade an zu schneien. Ganz leicht. Alright, thank you. Bye. Ja, Mann. Ich habe jetzt eine Nummer angerufen, die sie mir gegeben hat.
und da war jetzt schon einer an dem Problem dran. Ich muss aber ein bisschen näher kommen. Ich habe das Mikro wieder nicht dran, Mensch. Und es rappelt hier wieder so, scheiß Straße. Ganz schlechte Straße hier. Ja, auf jeden Fall ist da jetzt jemand dran gewesen an dem Problem. Und er sagt jetzt gerade, so gegen 3 wird die Ladung fertig. Das heißt also, gegen 3 kann ich da rüberfahren. Das ist jetzt in 4 Stunden. Solange kann ich dem Schnee beim Fallen zugucken. Nee, hat schon wieder aufgehört. Alles gut. Ja, finde ich cool. Vielleicht schaffe ich es doch noch heute, die Ladung mitzunehmen und dann loszuballern. Und dann ja, bin ich morgen wieder zu Hause, wenn es klappt. So, wieder ein schöner kleiner Truckstop mit mehr Schlaglöchern als Parkplätzen. Junge, 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 das sieht ja aus hier. Hilfe! Da muss da gerade noch irgendein Krieg gewesen sein. Ist ja Wahnsinn. Nicht, dass der Truck schon dreckig ist, aber... Oh, oh ja, das ist ja irre. So, gehen wir mal was futtern. Ich habe nämlich Hunger. Es ist da alles nicht zu glauben. Es schneit. Ich will endlich wieder Sommer haben. Jetzt ist es wieder soweit. Yo, geschafft. Mein Plan ist voll aufgegangen. Ich habe ja da angerufen und der hatte mir gesagt, so um 3 herum soll ich vorbeikommen. Und da hatte ich dann noch Stunden Zeit, 2,5, 3 Stunden fast. Ich war essen, habt ihr ja gesehen, schätze ich mal. Und danach habe ich mir eine Stunde ins Bett gelegt und bin so gegen 3 hierher gefahren, kurz nach 3. Jetzt hat es ziemlich lange gedauert, aber die haben da Kisten handweise einzeln verladen. Entschuldigung, da war gerade grün und der erste fuhr nicht. Da musste ich mal kurz hupen. Kann ja wohl nicht sein, dass ich hier aufgehalten werde, nur weil jemand auf sein Handy achtet. Nee, nee, nee. So, ja, auf jeden Fall... bin ich jetzt geladen und fahre jetzt wieder zurück nach Hause mit der Ladung, die ja morgen erst fertig sein soll. Hat er doch fein gemacht, hat er das. Ja, und was noch viel besser ist, ich habe von meinem Dispatch schon eine neue Ladung wieder Richtung USA. Das heißt also, ich fahre nur nach Hause, stelle den Trailer ab, werde vielleicht mal kurz nach Post gucken, weil ich auf einen Brief warte vom Finanzamt, und dann fahre ich direkt nach Winnipeg, hole die nächste Ladung, und Montag muss ich dann nach Ohio. Ohio! Jawohl! So sieht's aus.
sieht's aus. Also läuft gerade wieder wie ein Länderspiel. Diesmal für uns und nicht gegen uns. Und kann mich nicht beschweren. Wetter ist dramatisch schlecht hier. Es hat geschneit ganz kurz. Jetzt regnet es wieder so ein bisschen. Grau in Grau. 0 Grad. Nicht so schön. Ich mache jetzt Schluss mit dem Video, weil jetzt nach Hause wird nicht viel passieren. Ich fahre heute noch über 5 Stunden bis westlich von Minneapolis. Hey, ich habe es richtig gesagt. Und dann, ja, morgen den ganzen Tag bis nach Hause. Ganzen Tag nicht, aber da wird halt nicht viel passieren. Und dann, wie gesagt, gleich wieder raus. Neuer Trip. Mit anderen Worten, ich beende dieses Video jetzt hier. Reicht jetzt auch. Dürfte ein längeres geworden sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonnieren, teilen, liken. Ihr kennt das Spiel. Ich finde es ganz schön müßig, das immer zu sagen. Aber ihr macht es ja nicht, wenn ich euch das nicht sage. Peace aus Wisconsin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.